Irgendwann in deinem Leben hast du bestimmt schon einmal sinnlos durch soziale Medien gescrollt, eine Fernsehsendung gesehen, die dich nicht interessiert oder einfach nur unter der Dusche gestanden und die Wand angestarrt. Aber egal wie viel Zeit du vergeudet hast, du hast wahrscheinlich nicht 5 Tage auf der Toilette verbracht oder eines dieser 10-stündigen YouTube-Videos komplett gesehen. Aber einige Leute haben genau das getan. Also mach es dir bequem, denn wir werfen jetzt einen Blick auf die größte Zeitverschwendung der Geschichte. Und bevor du deine schlauen Kommentare abgibst, nein, dieses Video anzuschauen steht nicht auf der Liste. Trotzdem ein netter Versuch. TV-Marathon. Wir alle haben schon mal bis spät in die Nacht vor dem Fernseher gesessen, weil wir unbedingt wissen wollten, was mit Sansa Stark passiert, wer das Squid Game gewinnt oder wie seltsam Stranger Things noch werden könnte. Aber keine unserer Fernsehgewohnheiten kommt an Alejandro Fragoso heran, der 2016 stolze 94 Stunden am Stück ferngesehen hat. Alejandro und ein paar Freunde versuchten, den Fernsehweltrekord zu brechen, während sie für eine neue Videooptimierungssoftware der Firma Cyberlink warben. Doch nach und nach zogen sich seine Freunde zurück, bis nur noch Alejandro übrig war. Während seiner Binge-Session schaute er Serien wie Bob's Burgers, Curb Your Enthusiasm, Battlestar Galactica und Game of Thrones. Doch die Erfahrung war schrecklich und forderte ihren Tribut von Geist und Körper. Während einer kurzen Pause aus gesundheitlichen Gründen begann Alejandro eine Einkaufsliste an der Badezimmerwand zu halluzinieren. Nach fast 4 Tagen Fernsehen ging Alejandro als Sieger hervor. Es stellte sich heraus, dass er ein gefräßiger Strahlemann war. Ein Jahr später stellte er einen ähnlichen Rekord auf. Er verbrachte 50 Stunden am Stück vor dem Fernseher in der virtuellen Realität. Aber nicht alles ist schlecht. In VR merkst du wenigstens nicht, wie dein Körper mit dem Sofa verschmilzt. Apropos Binge-Watching, wenn du gerne stundenlang unglaubliche Fakten hörst und erstaunliche Geschichten siehst, solltest du unbedingt die Gefällt mir und Abonnieren-Buttons unten drücken. Hey, es ist keine Zeitverschwendung, wenn du was dabei lernst. Okay, was machen wir als nächstes? Hungrig auf Pi. Reden wir über Pi. Pi oder 3,14 ist eine der nützlichsten Zahlen der Mathematik. Einfach ausgedrückt ist Pi der Umfang eines Kreises, geteilt durch seinen Durchmesser. Egal wie groß oder klein ein Kreis ist, wenn du seinen Umfang durch seinen Durchmesser teilst, erhältst du Pi. Pi ist auch deshalb so interessant, weil die Nachkommastellen nach der 3 endlos weitergehen. Pi ist eine unendliche Zahl, obwohl man meist nur 3,14 braucht. Das macht das Lebensziel von William Shanks so verrückt. Der 1812 geborene Schullehrer beschloss, sich für den Rest seines Lebens hinzusetzen und Pi zu berechnen. Laut Shanks verbrachte er den Morgen damit, Pi zu berechnen und den Abend damit, seine tägliche Arbeit zu überprüfen. Am Ende seines Lebens, 1882, hatte Shanks Pi auf 707 Dezimalstellen genau berechnet. Es gibt 2 Hauptgründe, warum das Zeitverschwendung war. Erstens sind diese vielen Stellen von Pi praktisch nutzlos. Sogar die Raketenwissenschaftler der NASA behaupten, dass sie Pi nur mit bis zu 16 Dezimalstellen verwenden. Schlimmer noch, Shanks hatte sich geirrt. Er hatte einen entscheidenden Fehler in seinen Berechnungen nach der Ziffer 527 gemacht, was bedeutete, dass die nächsten 180 Ziffern, die er berechnete, völlig nutzlos waren. Du musst sie alle fangen. Im Gegensatz zu Pox und Beanie Babies haben es die Pokémon tatsächlich aus den 90er Jahren rausgeschafft. Mit vielen Spielgenerationen und über 900 Sammeltieren ist die Serie heute beliebter denn je. Das klingt viel, aber mindestens ein Spieler hat den Slogan der Serie "Du musst sie alle fangen" gesehen und gedacht, Herausforderung angenommen. In den Spielen hat ein Pokémon die sehr, sehr seltene Chance, glänzend zu werden. Das heißt, es hat eine leicht andere Farbe. Ein glänzendes Bisasam hat zum Beispiel leuchtend grüne Ohren, während ein glänzendes Pikachu graue Ohren hat. Wie selten sind diese Pokémon? Nun, in den neueren Spielen liegt die Chance, dass ein Pokémon glänzend ist, bei 1 zu 4096, in den älteren Spielen bei 1 zu 8192. Die meisten Spieler werden ihr gesamtes Pokémon-Repertoire durchspielen, ohne jemals ein glänzendes Pokémon zu sehen. Der japanische Spieler Kyudan gehört jedoch nicht zu den meisten Spielern, denn er gab 2021 bekannt, dass er von jedem Pokémon eine glänzende Variante gefangen hat. Machen wir eine kleine Rechnung auf. Bei diesen Zahlen müsste Kyudan etwa 6,5 Millionen Pokémon-Kämpfe bestritten haben, um jedes einzelne Pokémon gefangen zu nehmen. Wenn wir großzügig sind und annehmen, dass jeder Kampf nur 15 Sekunden gedauert hat, ergibt das eine Gesamtspielzeit von 1128 Tagen. Vielleicht hat er in den neueren Spielen mit anderen Spielern getauscht, um den Prozess zu beschleunigen, aber es müssen immer noch mindestens 3 Jahre gewesen sein.
Wir wissen das auch, weil ein anderer Pokemaniac namens Robert Meehan 2016 das gleiche getan hat. Im Gegensatz zu Kyudan kennen wir Meehans Methode, die völlig zufällige verrückte Art. Es dauerte 3 Jahre, bis er 2016 alle Shinies hatte, aber seitdem sind mehr Pokémon aufgetaucht und er setzt die Suche bis heute fort. Ich glaube, diese Jungs sind wirklich die Besten, die es je gegeben hat. Spezialagent Kitty. Wir lieben Katzen wegen ihrer niedlichen Gesichter und ihrer Faulheit. Wofür sie nicht bekannt sind, ist ihre Fähigkeit, komplexe Anweisungen zu befolgen. Das hielt die CIA in den 60er Jahren aber nicht davon ab, ihren verrücktesten Plan in die Tat umzusetzen. Operation Acoustic Kitty, ein Versuch, eine Hauskatze zu züchten, auszurüsten und zu einem amerikanischen Superspion auszubilden. Die Idee dahinter war, dass Katzen so alltäglich sind, dass niemand auf die Idee käme, eine Katze zu sehen, geschweige denn zu vermuten, dass sie ihn verfolgte oder aufzeichnete. Die akustische Katze hatte ein Mikrofon im Ohr, eine Drahtantenne und Sender im Fell. Nachdem die Robotertechnologie installiert war, begann der lange und mühsame Prozess, die Katze zu trainieren. Acoustic Kitty ließ sich aber oft ablenken, lief weg oder ignorierte ihre Pfleger völlig. Und die ganze Ausrüstung und das Training kosteten mehr als 20 Millionen Dollar. Dann endlich, nach 5 langen Jahren, ließ die CIA Acoustic Kitty für ihre erste Trainingsmission ins Freie. Doch nur wenige Minuten nach der Freilassung wurde die Katze von einem Taxi angefahren und überlebte nicht. Nach 5 Jahren erwies sich die Operation Acoustic Kitty als totale Zeit- und Geldverschwendung und erreichte nicht einmal ihr Ziel. Ich würde gerne sagen, dass die Neugierde die Katze getötet hat, aber wahrscheinlich hat sie nur versucht, der CIA zu entkommen. RuneScape Cape. Wenn du in den frühen 2000er Jahren aufgewachsen bist, ist es sehr wahrscheinlich, dass du dich an RuneScape erinnerst. Es ist ein Online-Rollenspiel, das im Browser lief. Das bedeutete, das Spiel war super, um es in einem minimierten Fenster außer Sichtweite des Lehrers zu spielen. Zumindest für die meisten. Der Max-Umhang in RuneScape ist ein Gegenstand, der so lächerlich schwer zu bekommen ist, dass er auch seinen eigenen Jargon hat. Um den Umhang zu bekommen, braucht man 2 Dinge, eine obszöne Menge Geld und eine obszöne Menge Zeit. Um ihn zu kaufen, musst du jede der 23 Fertigkeiten deines Charakters auf Stufe 99 bringen. Falls du dich fragst, wie lange das dauert, einige Fertigkeiten kannst du in nur 30 Stunden auf die maximale Stufe bringen, andere brauchen über 130 Stunden. Es gibt Anleitungen, die behaupten, dass es bis zu 2000 Stunden oder 3 Monate Spielzeit dauern kann. Wenn du dich fragst, wer das schafft, würde ich die Antwort vielleicht schockieren. Laut den Leuten von RuneScape selbst haben über 21.000 Leute Level 99 in allen Fertigkeiten erreicht. Als wäre das nicht schon schlimm genug, hat ein Spieler namens Hauki den Umhang auf dem schwierigsten Schwierigkeitsgrad des Spiels erlangt und dafür fast 5.000 Stunden seines Lebens investiert. Und das alles für ein virtuelles Kleidungsstück, das der Welt sagt, ich habe viel Freizeit. Toilettensoldat. Die nächste Zeitverschwendung kann ich persönlich nachvollziehen, denn sie bedeutet, dass man lange Zeit auf der Toilette verbringt. Der Mann heißt Jimmy Dufresne und das ist sein Anspruch auf Ruhm. Im Jahr 2016 will der Belgier den Rekord für die längste Zeit auf der Toilette brechen. Dufresne absolvierte gerade eine Ausbildung zum Busfahrer und dachte sich, dass er auch ein bisschen Sitzen üben könnte. Am Ende hockte er 116 Stunden auf Toilette, fast 5 Tage. Während dieser Zeit aß, schlief und unterhielt sich Dufresne auf einer speziellen Toilette, die eigens für dieses lustige Ereignis mitten in der Bar aufgestellt worden war. Leider war die Toilette nicht wirklich funktionstüchtig, sodass Dufresne jede Stunde eine 5-minütige Pause einlegen musste, in der er meist von einer Toilette zur anderen rannte. Trotzdem ein Rekord, der so schnell wohl nicht gebrochen wird. Hätte er nur die ganze Zeit ferngesehen, dann hätte er 2 Rekorde gebrochen. Die super Enttäuschung. Wenn man nach Texas fährt und die Stadt Waukesha-Hashy verlässt, kommt man an einem riesigen, unscheinbaren Graben vorbei. Wenn man ihn sieht, denkt man sich wahrscheinlich nicht viel. Und schon gar nicht, dass die Regierung fast 2,5 Milliarden Dollar dafür bezahlt hat, ihn auszuheben. Es handelt sich um den Super Collider, ein riesiges, ehrgeiziges und leider aufgegebenes wissenschaftliches Projekt. Der Super Collider sollte ein riesiger Tunnel sein, in dem Wissenschaftler winzige Teilchen beschleunigen und aufeinander aufprallen lassen würden. Auf diese Weise sollten sie in der Lage sein, einige wirklich verrückte Dinge zu erforschen, darunter Kollisionen, die es seit dem Urknall nicht mehr gab. Klingt das nicht etwas zu ehrgeizig für Texas? Die US-Regierung fand das auch. Das Projekt wurde erstmals 1976 vorgeschlagen. Die Arbeiten begannen Ende der 80er Jahre. Doch schon bald schossen die Kosten für den Super Collider in die Höhe. Ursprünglich wurden 4 Milliarden Dollar veranschlagt. Anfang der 90er Jahre lag die Schätzung bei 12 Milliarden Dollar. 1993 unterzeichnete Präsident Clinton ein Gesetz, das das Projekt offiziell stoppte.
Was blieb Texas? Mehr als 17 Jahre verlorene Zeit, eine lange Reihe von Löchern und eine Rechnung über 2,4 Milliarden Dollar. Oh, und ein sehr, sehr großer, sehr teurer Graben. Das darf man nicht vergessen. 1 Million Handgelenkskrämpfe. Wer sich schon einmal im Internet gestritten hat, kennt den Schmerz, eine lange, quälende Reihe von Wörtern zu tippen, die eh niemand liest. Aber keine Debatte in einem Kommentarbereich ist vergleichbar mit dem, was der australische Rentner Les Stewart 1998 erreicht hat. Seine Reise begann im April 1982, als er beschloss, einen Weltrekord aufzustellen, egal wie verrückt oder unsinnig er auch sein mochte. Les begann, Zahlen zu tippen, beginnend mit 1. Aber er tippte nicht einfach 1, er tippte auf Englisch O-N-E. Und dann machte er mit TWO weiter und dann 3 und mit dem Ziel, 1 Million zu erreichen. Das mag auf den ersten Blick nicht viel erscheinen, aber stell dir vor, du tippst die Zahl 366.998 ein, bevor du 366.999 tippst, weil du weißt, dass du noch 367.001 Wörter tippen musst. Um dieses Ziel zu erreichen, tippte Les nach einigen Angaben jede wache Stunde 20 Minuten lang. Als er die Suche in den 80er Jahren begann, benutzte er eine Schreibmaschine und brauchte 16 Jahre und 19.990 Blatt Papier. Oder wie Les es ausdrücken würde? Das Genie der Venus. Im Frankreich des 18. Jahrhunderts war Guillaume Le Gentil ein hoch angesehener Astronom mit einer ebenso hoch angesehenen Frisur. Im Jahr 1761 beschloss er, den Transit der Venus aufzuzeichnen. Ein seltenes Phänomen, bei dem der Planet vor der Sonne vorbeizieht. Dafür reiste er von seiner Heimat Frankreich bis nach Indien. Unglücklicherweise, und das ist kein Witz, stahl Ganoven seine alte Brieftasche, was seine Reise verzögerte. Als er in Indien ankam, war das kurze Zeitfenster für die Transitüberwachung vorbei. Doch Guillaume gab nicht auf. Er beschloss, 8 Jahre lang in Indien auf den nächsten sichtbaren Transit zu warten. Während dieser Zeit schrieb Guillaume an die Königliche Akademie und seine Familie in Frankreich und setzte seine Studien in Indien fort. Als sich 1769 endlich Guillaumes zweite Chance bot, war der Himmel zu bewölkt. Guillaume konnte nichts sehen. Niedergeschlagen beschloss er, nach Hause zurückzukehren. Doch auf dem Rückweg kenterte sein Schiff und er strandete, denn das Leben hasste Guillaume. Als er endlich zu Hause ankam, waren 11 Jahre vergangen, aber seine Geschichte ist noch nicht zu Ende. Guillaume fand heraus, dass keine seiner Briefe jemals angekommen waren. Der Fährmann hatte das Geld genommen und die Briefe im Meer versenkt. Er war schon vor Jahren für tot erklärt worden. Seine Stelle an der Akademie war neu besetzt worden, seine Frau hatte wieder geheiratet und zu allem Überfluss hatten seine Verwandten sein Erbe unter sich aufgeteilt. Um Himmels Willen, Leute, passt auf eure Brieftaschen auf. Hauptstadträtsel. Was ist die größte Stadt der Welt? New York? Ziemlich groß. London? Ja, ist auch groß. Aber gemessen an der Landmasse ist Naypyidaw da in Myanmar 4-mal so groß wie diese beiden Städte. Wenn du das nicht wusstest, brauchst du dich nicht zu schämen, denn wenn du diese Frage googelst, findest du Dutzende von Antworten, die Naypyidaw nicht erwähnen. Warum vergessen alle Naypyidaw? Nun, das liegt wahrscheinlich daran, dass die Stadt im Grunde eine riesige Geisterstadt ist. Mit nur 51 Einwohnern pro Quadratkilometer ist das nichts im Vergleich zu London mit 3003 oder New York mit 10.530. Trotz seiner Größe ist Naypyidaw eine der leersten Hauptstädte der Welt. Doch wie kam es dazu? Nun, im Jahr 2002 traf die Regierung von Myanmar die bizarre Entscheidung, die Hauptstadt in einen Dschungel mitten im Nirgendwo zu verlegen, weil die alte Hauptstadt Yangon offenbar zu überfüllt und verstopft war. 10 Jahre und 4 Milliarden Dollar später ist Naypyidaw endlich fertig. Es gibt schnelles WLAN, ein paar Golfplätze und einen Safari-Park. Es fehlen nur noch die Menschen, die aus irgendeinem Grund nicht ins Nirgendwo ziehen wollen. So ist Naypyidaw zu einer unheimlich leeren Stadt geworden. Das strahlende Juwel der Hauptstadt ist nicht mehr die riesige goldene Pagode im Zentrum, sondern die verrückte 20-spurige Autobahn, die in die Stadt führt und immer leer ist. Ich persönlich finde, Myanmar sollte dieses Ding nutzen. Kann man sich hier eine Verfolgungsjagd aus Fast and Furious vorstellen? Das Filmarillion. Manchmal postet man was im Internet und es bekommt einen Haufen Likes, Retweets oder Reposts und das ist schön. Aber man kann auch zu viel des Guten haben, wie das 4chan-Poster UTV 2013 feststellen musste. UTV war ein eher unauffälliger Nutzer, der hauptsächlich über Sport schrieb. Umso merkwürdiger war es, als er herausfand, dass er einen sehr, sehr tollen Fan hatte. Ein anonymer Nutzer tauchte jedes Mal auf, wenn er etwas gepostet hatte, lobte ihn und zeigte, dass er die Geschichte schockierend gut kannte. Der Nutzer beobachtete, er habe UTVs Beiträge ausgedruckt, an Obdachlose verteilt und sogar einen Gürtel daraus gemacht.
Viele hielten ihn für einen Troll. Schließlich ist die Vorstellung, dass jemand von einem 4chan-Sportposter besessen ist, lächerlich, oder? Nun nein. Eines Tages behauptete der Poster, seine Eltern hätten seine UTV-Utensilien entdeckt und ihn gezwungen, alles loszuwerden. Er machte einen letzten Beitrag, das Filmerillion, ein 97-seitiger Upload all seiner UTV-Besessenheiten. Im Filmerillion findet man eine Wohnung, in der er sich vorstellte, mit UTV zu leben. Ein Drehbuch für eine TV-Show mit den beiden Hauptdarstellern, 3D-Städte, die er aus seinen Posts modelliert hat und andere verrückte Dinge. Hatte der Kerl wirklich nichts Besseres zu tun? Kurz darauf hörte UTV, verständlicherweise, auf zu posten. Capone Zone. In den 1920er Jahren war Al Capone der größte Mafioso der Stadt. Capone war nicht nur der Kopf einer der größten Verbrecherorganisationen, die die USA je gesehen hatte, er stand auch ganz oben auf der Liste der meistgesuchten Verbrecher des FBI. Seltsam, wie sowas funktioniert. Schon bald nach seiner Verhaftung kursierten Gerüchte über einen großen geheimen Schatz, der nie gehoben wurde. Als in den 1980er Jahren in den Katakomben von Capones Versteck ein Geheimtresor entdeckt wurde, erregte dies die Aufmerksamkeit des ganzen Landes. Der Reporter Geraldo Rivera stürzte sich auf die Story und suchte nach einer Möglichkeit, seine Karriere nach dem Ende der Partnerschaft mit ABC neu zu starten. Also schlug er eine große Sondersendung mit dem Titel The Mystery of Al Capone's Vault vor, in der das Verlies live im Fernsehen geöffnet werden sollte, was $900.000 kostete. Mehr als 2 Stunden lang schrie er über Bauarbeiter und Presslufthämmer hinweg und stellte vor 30 Millionen Zuschauern Theorien auf, was sich wohl in dem 60 Jahre alten Tresor befinden könnte. Amerika rätselte, was darin sein könnte. Geld? Juwelen? Vielleicht ein geheimes Vermögen? Als der Tresor schließlich geöffnet wurde, überraschte die Antwort alle. Es war nichts. Absolut nichts. Schlimmer noch, es war ein schmutziges Nichts. Die ganze Zeitverschwendung ist immer noch auf seiner Website zu sehen, aber man muss dem Mann zugutehalten, dass er die Blamage gut weggesteckt hat. Vielleicht können wir uns in 30 Jahren auf einen Livestream freuen, in dem ein heruntergekommener PewDiePie eine längst vergessene Fortnite-Lootbox öffnet? Verrückte Nyan Cat. Das ist Nyan Cat, der niedliche, regenbogenkotzende Popcorn-Katzenhybrid, der vor über 10 Jahren das Internet eroberte. Obwohl Nyan Cat nur aus ein paar animierten Bildern und einer 10-sekündigen Audioschleife eines japanischen Popsongs bestand, fand sie ihren Weg in all unsere Herzen und Ohren. Es dauerte nicht lange, bis Hommagen, Nachahmungen und unautorisierte Merchandise-Artikel ihren Weg ins Internet fanden. Einer dieser originellen Inhalte war eine verblüffende 10-Stunden-Schleife des Memes. Es war eindeutig ein Scherz und kein Video, das man sich wirklich ansehen sollte. Nun, das Internet ist voll von dummen Menschen, die dumme Dinge aus dummen Gründen tun. Im Jahr 2012 lud ein mysteriöser Nutzer namens TheGamePro Beweise dafür hoch, dass er das Undenkbare tat. Er schaute sich das ganze Video an. Das ganze 10-stündige Video. Während der ganzen Zeit sprang er herum, aß seine Mahlzeiten und versuchte, sich durch Klopfen zu unterhalten. Erstaunlicherweise gelang es ihm und am Ende hatte er nur noch das zu sagen. Hell yeah. Entweder hat er nichts Besseres zu tun oder er liebt Nyan Cat einfach sehr, sehr doll. Das Scheitern genießen. 2006 investierte Morgan Stanley in den Bau eines 2,4 Milliarden Dollar teuren Monsters, das Revel Casino und Resort. Ursprünglich als 2 riesige Casinos geplant, sollte das Revel eine neue, gehobene Klientel nach Atlantic City, New Jersey locken. 6 zermürbende Jahre später öffnete ein einziges Revel Resort seine Pforten für die Öffentlichkeit. Zum Leidwesen von Atlantic City war das Revel nicht ganz die Touristenfalle, die man sich vorgestellt hatte. Es hatte 1 Milliarde Dollar Schulden und meldete weniger als ein Jahr später Konkurs an. Wie sich herausstellte, war die Eröffnung eines riesigen Casinos in einer Stadt, die bereits für ihre Casinos bekannt war, kein guter Weg, um neue Touristen anzuziehen. Nach der Schließung wurde das Revel für 82 Millionen Dollar an Glenn Straub verkauft, weniger als 4% der Baukosten. Straub versuchte, das Casino in 10 umzubenennen, ließ das Gebäude aber schließlich einfach verrotten. AC Ocean Walk kaufte es für 200 Millionen Dollar. Nach 3 Eigentümern und 3 Namensänderungen eröffnete das Ocean Casino 2019 und blieb einige Monate in Betrieb, bevor es im März 2020 wegen Covid-19 schließen musste. Heute ist das Ocean Casino immer noch in Betrieb und wird an neue Käufer verpfändet. Wenn du interessiert bist, kannst du in diesem verfluchten Hotel wohnen. Meide nur die 12 leeren Stockwerke in der Mitte des Gebäudes. Fanfiction oder Fun Fact? Im Laufe der Geschichte wurden viele große literarische Werke auf Englisch geschrieben und viele davon waren ziemlich lang. Kannst du erraten, welches das längste Werk aller Zeiten ist? Und wenn ich dir die Namen einiger Kapitel nenne, Igel der Böse, Mario der Unehrliche. Nein,
Wie wär's mit Yoshis Bauch? Falls du es nicht erraten hast, das sind Kapitel aus The Subspace Emissaries World Conquest, einem Stück Nintendo-Fanfiction. Darin siehst du verschiedene Videospielcharaktere kämpfen, Sport treiben und die Welt retten. Und ganz zufällig ist es auch das längste Werk in englischer Sprache. Der Autor Aura Channeler Chris, der von sich behauptet, nur Fanfiction zu lesen, hat eine Geschichte mit mehr als 4,1 Millionen Wörtern geschrieben. Das ist länger als Ulysses, Infinite Jest und die gesamte Herr-der-Ringe-Trilogie zusammen. Bis zum Jahr 2021 hat die Fanfic unglaubliche 221 Kapitel und da es sich um eine Fortsetzung handelt, ist die gesamte Saga sogar noch länger. Die Fanfiction wurde 2008 begonnen und 2018 zum letzten Mal aktualisiert. Nach diesen Berechnungen hat dieser Typ mehr als 410.000 Wörter pro Jahr geschrieben. Das heißt, er schrieb alle 3 Jahre mehr Wörter als in der gesamten Harry Potter Saga und das alles umsonst. Wenigstens war diese Fanfiction ein kreatives Ventil. Das wirklich Erschreckende an dieser Zeitverschwendung ist, dass einige Rezensenten auf fanfiction.net behaupten, sie hätten die ganze Geschichte mehrmals gelesen. Wow. Die Mutter aller Zeitverschwender. Was auch immer dein Rekord in Zeitverschwendung ist, du kannst Simeon von den Stylithen nicht schlagen. Er lässt alle anderen wie olympische Sprinter aussehen, denn Simeon setzte sich hin, schloss die Augen und tat 37 Jahre lang gar nichts. Simeon wurde um 390 nach Christus in einer armen Familie im heutigen Syrien geboren. Als Simeon das ruhige, bescheidene und kontemplative Leben der Mönche um sich herum sah, sagte er, halt mein Bier fest. Nicht, dass er es je wiederbekommen hätte. Um Erleuchtung zu erlangen oder den anderen Punk-Mönchen zu zeigen, wie es geht, beschloss Simeon, sich auf eine Säule zu setzen und nachzudenken. Dort saß er, Tag für Tag, Nacht für Nacht. Er überlebte nur, weil einige Jungen aus der Nachbarschaft sich um die Gesundheit sorgten und ihn mit Essen und Milch versorgten. Nach einer Weile wurde Simeon eine kleine Berühmtheit und bald lehnten die Einheimischen eine Leiter an die Säule, damit die Besucher mit ihm plaudern und ihn um Rat fragen konnten. Stell dir vor, in welchem Zustand du sein musst, um den Säulenmann um Rat zu fragen. Und falls du dich fragst, ob es sich dabei nur um ein Volksmärchen oder eine Art antiken Klatsch handelt, Dutzende von Menschen haben über Simeon geschrieben. Es sieht also so aus, als hätte es ihn wirklich gegeben. Simeon soll zwischen 37 und 42 Jahren auf der Säule gesessen haben, bevor er dort oben starb. Für seine Mühen wurde er heilig gesprochen und wenn er auch keine Erleuchtung erlangte, so doch zumindest Ruhm. Das war's, die größten Zeitverschwendungen der Geschichte. Was denkst du? Glaubst du, du kannst einen dieser Rekorde brechen? Verrate mir deine kreativen Zeitverschwendungen in den Kommentaren unten und danke fürs Zuschauen.